Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Wir würden, wenn ihr euch einen Platz sucht, in 4 Minuten beginnen wollen. 4 Minuten ist 5:30. Das setzt aber voraus, dass ihr euch alle einen Platz sucht. Und wenn das so ist, beginnen wir. Dankeschön.
Cola. Ich fange schon so an. Hallo! Wir möchten gerne anfangen. Danke. Wir sind auch inzwischen beschlussfähig. Also vor etwa 5 Minuten waren wir bereits 168 Delegierte, 87 männliche, 81 weibliche. Und ich hoffe, dass inzwischen noch ein paar weibliche hinzugekommen sind. Also lasst uns starten. Ich möchte euch ganz herzlich hier begrüßen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Anreise. Wir hatten ja heute schon andere Befürchtungen, ob ihr irgendwo stecken bleibt im Schnee. Von einem wirklich wasserlosen Tal kann man ja heute nicht so ganz reden. Zumindest hat das Wasser hier in verschiedenen Aggregatzuständen das Tal weißer gemacht. Und schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ein bisschen was vor uns in den nächsten Tagen. Und zunächst möchte ich nochmal den beiden Personen danken, die diesmal für unseren LDK-Slogan zuständig sind. Wir wenden es, grüne Energie voraus. Diesmal haben wir nämlich einen Ideenwettbewerb ausgerufen und am Ende haben wir zwei Sprüche zu einem sozusagen gemacht und dafür tragen der Moritz Jungeblot aus dem Rhein-Erft-Kreis und Benedikt Köhler, der aus dem Landesverband Bayern uns mitgeholfen hat, Verantwortung und denen möchte ich gerne herzlich danken an der Stelle. Ein kleiner Applaus wäre schön. Zumindest Moritz wird auch morgen da sein und dann werden wir ihn auch noch mal kurz auf die Bühne holen und ihm ein Dankeschön-Präsent überreichen. Als nächstes möchte ich ganz herzlich, und es hat uns sehr gefreut, dass das so kurzfristig geklappt hat, unsere frisch gekürte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckert begrüßen. Schön, dass du hier bist und wir freuen uns auf deine Rede gleich. Dann noch ein paar kleinere Dinge, aber auch wichtig.
Der Bundestagswahlkampf, wir läuten ihn heute ein. Und da gibt es ja auch einiges Organisatorisches noch zu tun. Und wir haben gemeinsam mit dem Bundesverband dafür gesorgt, dass es jetzt ein größeres Angebot an Wahlkampfequipment gibt. Und da findet ihr draußen im Foyer einen größeren Stand zu. Also da geht es jetzt vor allem erstmal um größere Anschaffungen. Ja? Also Pavillons, Banner, Roll-Ups, Theken, Fahrräder und sogar den Eisbären, den man da, wenn man sich zusammentut, gemeinsam anschaffen kann und es für alle billiger wird. Also macht euch bitte schlau, geht an den Stand, fragt an unserem grünen Infotisch auch noch nach, wenn ihr Infos braucht. Und Harald Schwalbe ist sowieso ansprechbar für dieses ganze Thema. Der nächste Punkt ist das Thema barrierefreie LDK. Und wir haben diesmal, wie auch schon bei der letzten LDK, Gebärdendolmetscherinnen hier. Die wechseln auch am Tag, aber herzlich willkommen und vielen Dank. Und wir haben diesmal auch Schriftdolmetscher, die sitzen hier vorne. Auch die möchte ich herzlich begrüßen. Und wer das schon mal gesehen hat, weiß, dass das viel Arbeit ist. Ihr könnt ja mal im Laufe der Tage vorbeigehen und gucken, wie das ist. Und alle, die das benötigen, können sich dort eben an den Monitor hinsetzen und das wahrnehmen. Ich muss aber auch noch ein bisschen was Selbstkritisches an der Stelle sagen, denn wir bemühen uns jetzt schon, unsere Veranstaltung gut barrierefrei hinzukriegen. Das ist aber beim Thema Rampe nicht ganz gelungen. Wir haben vorhin schon darüber geredet und versuchen das noch ein bisschen zu verbessern im Laufe der Tage, offensichtlich, und bei unseren anderen Veranstaltungen natürlich auch. So, normalerweise würde ich euch jetzt das Präsidium vorschlagen. Das macht gleich Monika und sie wird auch erklären, warum. Deswegen bleibt es mir nur noch, uns allen eine gute LDK zu wünschen, dass wir eine gute Liste aufstellen, einen spannenden Schwerpunkt noch zum Thema Energiepolitik haben. Und ich wünsche an der Stelle vor allem den Kandidatinnen und Kandidaten ja, gute Nerven und viel Glück. Vielen Dank. Ja, liebe Delegierte, ich darf euch heute die erste Abstimmung dieser LDK vorstellen, nämlich über T2 neu, Vorlage, die ihr in den Tischvorlage findet, über das Präsidium. Wir haben zwei Neuerungen da drin. Und zwar haben wir uns mit diesem Vorschlag an die bewährte Praxis der Bundesparteitage, der Bundesdelegiertenkonferenzen angelehnt. Und mit zwei Neuerungen wollen wir euch heute das so vorstellen. Die erste Neuerung ist, dass Sabine das nicht vorstellt, weil wir nämlich Sabine vorschlagen als Teil des Präsidiums heute hier von euch. Oh, erste Applausstürme. Sie wird hier nicht die Sitzungsleitung selber machen, aber sie als Teil des Präsidiums, wie Steffi Lemke auf Bundesebene auch, sozusagen als Gesamtmanagerin des Landesparteitages. Als zweite Neuerung haben wir uns überlegt, ein gemischtes Team euch heute vorzustellen, nämlich ein gemischtes Team mit 4 Abgeordneten, mit 4 MDLs aus dem Landtag. Und auch das angelehnt an die Praxis anderer Landesverbände und wie es der Bundesverband auch auf den BDK macht. Mit diesen beiden Neuerungen lese ich euch jetzt die Namen vor, alphabetisch, Frauen zuerst. Sabine Brauer, Landesvorstand und Kreisverband Gelsenkirchen. Anna Kahlers, Kreisverband Bonn. Corinna Beck aus dem Kreisverband Düren. Gertrud Welper, Kreisverband Borken. Wiebke Brems, Kreisverband Gütersloh, Josephine Paul, Kreisverband Münster, Marianne Weiß aus dem Kreisverband Bielefeld, André Zören, Kreisverband Duisburg, Wolfgang Rettich, Kreisverband Bochum, Martin Tönnes, Kreisverband Dortmund, Stefan Engstfeld, Kreisverband Düsseldorf, Norwich Rüße, Kreisverband Steinfurt. Ich bitte euch um Zustimmung dieses Vorschlages. Und jetzt dürft ihr zum ersten Mal die Karten heben, wenn ihr damit einverstanden seid. Danke für das Votum. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann haben wir einstimmig ein neues Präsidium und ich darf die Kolleginnen und Kollegen bitten, die Sitzungsleitung zu übernehmen.
Vielen Dank, liebe Monika. Wir kommen jetzt als erstes zum Grußwort des Kreisverband Hagen. Und da hat das Wort der Frank Steinwender. Frank, bitte schön für dein Grußwort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, willkommen in Hagen. Ich begrüße euch hier in der Stadthalle im wasserlosen Tal, das, wie schon gesagt wurde, gar nicht so ganz wasserlos ist manchmal, meistens eigentlich. Ich begrüße euch hier in Hagen, der Stadt, die wir mit unserem Herzen verbunden sind. Und ich glaube, wenn es funktioniert, dann seht ihr hinter mir einige Ansichten, die schöne und aber auch weniger schöne Teile von der Stadt zeigen. Wir leben hier in dieser Stadt, wir arbeiten hier, wir lieben hier und wir leiden hier derzeitig. Und zwar über die Finanzen und damit auch unter unserem Gemeinwesen, das wir ständig weiter abbauen. Das hat auch was damit zu tun mit dem Stärkungspakt, der momentan in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, in vieler Munde ist. Und mit uns leiden, glaube ich, auch einige andere Städte wie Wuppertal und Oberhausen zum Beispiel. Da das Ganze nicht so schön ist, werde ich auch an zwei, drei Stellen auf eingehen. Ich kann nicht umhin, einige Bemerkungen zu machen über die aktuelle Politik, zur Landespolitik und zur BDK. Erst einmal, lieber Sven, vielen Dank für deinen guten Antrag oder euren Antrag zur Sozialpolitik auf der BDK. Zu Recht ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen worden und wir haben uns auch in Hagen sehr darüber gefreut. Die Forderungen spiegeln die allgemeinen politischen Gegebenheiten und auch Notwendigkeiten wider. Wir wissen in Hagen, was diese Forderungen nach einem sozialen Gemeinwesen bedeuten. Denn wir sind eine Kommune in einem Nothaushalt. Wir sind eine Kommune von vielen in dem Ruhrgebiet oder im Pott. Und wir denken momentan nicht über neue Forderungen im sozialen Bereich nach. Wir können den Anträgen nicht folgen, die wir in Hannover gestellt haben. Wir sind dabei zu retten, was noch zu retten ist. Schwimmbäder, Bibliotheken, sozialen Einrichtungen, Begegnungsstätten und Beratungsstellen werden teilweise inzwischen ehrenamtlich betrieben und stehen trotzdem vor der Schließung. Vom Kulturbereich wie Theater und freien Kultureinrichtungen brauchen wir gar nicht mehr zu sprechen, die stehen sowieso auf der Streichliste. Nur um einige Beispiele zu nennen. Der Schaden für das Gemeinwesen, für unser Gemeinwesen hier in Hagen ist immens. Wir bauen Sozialeinrichtungen derzeit unwiderruflich ab. Und das machen wir schon seit 20 Jahren. Was wir jetzt beerdigen, werden wir auch nicht wieder aufbauen können. Dabei tragen die Kinder und die Schwächsten der Stadt wahrscheinlich die größte Last. Das ist unsere größte Sorge. Die Stadt und viele andere in Nordrhein-Westfalen bauen kontinuierlich die Angebote ihrer Bürger ab, erhöhen aber die Grund- und Gewerbesteuern, und zwar auf ein Niveau, das teilweise München, Hamburg oder Berlin nicht haben. Bei dem strukturellen Defizit von 130 Millionen, das wir hier in Hagen haben, um mal ein Rechenbeispiel zu nennen, könnten wir zwei Drittel der städtischen Mitarbeiter entlassen und alle übrig gebliebenen freiwilligen Leistungen streichen und wir würden immer noch keinen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen. Ich frage, kommt das daher, weil wir in Südwestfalen hier in Saus und Braus leben? Wenn ihr euch die Hagener City mal anschaut, hier hinten seht ihr es ja, kommt. Oder kommt es daher, weil wir uns eine Infrastruktur leisten, die überdimensioniert ist? Wenn man mal versucht, außerhalb oder nach 20 Uhr in die Außenbezirke mit dem Bus zu kommen, dann ist man hier aufgeschmissen. Oder kommt es daher, dass wir uns mit Derivaten verzocken? Das ist mit großem Verlust passiert, aber das war schon der untaugliche Versuch einer verzweifelten, aber dämlichen Stadtverwaltung, ihre Schuldenlast zu mindern. Gewonnen hat damals nur die Deutsche Bank. Warum tut man sowas? Weil wir verzweifelt sind. Um es mal klar zu sagen, wir leiden unter einem nicht umgesetzten Konnexitätsprinzip. Wir leiden immer noch unter dem Strukturwandel. Und wir leiden insbesondere unter der verfehlten Steuerpolitik der letzten Jahrzehnte. Die massiven Steuersenkungen finden sich in den gleichzeitig aufgebauten, massiv gewachsenen Vermögen wieder. Im Ergebnis bedeutet das, dass Hagen definitiv nicht in der Lage sein wird, die Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Liebe Freundinnen und Freundinnen, der Stärkungspakt stärkt uns leider nicht. Und Hagen und andere Pleitestädte benötigen Hilfe von Bund und Land, die nicht bloß eine Sterbehilfe ist. In Hagen ist das so, dass nach der Neuberechnung des Stärkungspakts
demnächst 4 Millionen Euro pro Jahr weniger als Stärkungshilfe nach Hagen fließen werden. Wir haben das in einem Schreiben formuliert, in einem offenen Brief, den ihr auch auf den Tischen findet und da nochmal nachlesen könnt. Liebe Freundinnen und Freunde, an diesem Wochenende stellen wir die Liste für die nächste Bundestagswahl auf. Ich appelliere an euch, den nächsten Bundestagsmitgliedern, die kommunalen Schieflagen, die in einigen Städten katastrophale Ausmaße annehmen, in der nächsten Regierung in den Fokus zu nehmen. Ich appelliere an euch, keine Beschlüsse mitzutragen, die den Städten und Gemeinden neue Lasten aufbürden, ohne die Gegenfinanzierung mitzuliefern. Ich appelliere an euch auf der BDK, die beschlossenen Vorhaben im Sozialbereich ernst zu nehmen. Und das bedeutet für Hagen und das Ruhrgebiet, dass hier wenigstens der Status quo beibehalten werden muss. Wir wollen, dass unsere Kinder schwimmen lernen, dass unsere Kinder Bücher ausleihen können und dass die Kinder Sportplätze statt Raucherecken zur Freizeitgestaltung haben. Und das ist keine Schwarzmalerei. Wir überlegen hier ständig, täglich müssen wir diskutieren, ob wir Sportstätten, Schwimmbäder und Büchereien schließen. Ich appelliere an euch, lasst uns gemeinsam eine Abhilfe schaffen, den kommunalen Finanzen wieder mehr Rückenwind zu geben. Und ich wünsche euch eine tolle Konferenz, die richtigen Kandidaten. Und wir wollen nicht nur Schwarz-Gelb ablösen, ich würde sagen, wir werden Schwarz-Gelb ablösen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen viel Spaß und Erfolg auf der Konferenz. Und der KV Hagen heißt euch willkommen. Ein Wort ist mir noch mitgegeben worden. Bevor die Konferenz begann, hat sich der Arbeitskreis Säkulare Grüne in Nordrhein-Westfalen gegründet. Wer Ansprechpartner, Informationen oder Diskussionen zu dem Thema sucht, findet sie am Stand des KV Hagens vorne im Foyer. Vielen Dank, viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu den allseits notwendigen Formalia. Als erstes zur Tagesordnung und da hat Sabine das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt in euren Unterlagen den T1 neu vorliegen, der sich an einer Stelle von dem T1 unterscheidet. Und zwar möchten wir euch bitten, einen Punkt, Tagesordnungspunkt nachträglich aufzunehmen, und zwar zum Thema Schweizer Steuerabkommen. Da liegt euch auch ein Antrag entsprechend zuvor. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass dieses Abkommen ja im Bundesrat dank Rot-Grün abgelehnt worden ist, dadurch eine neue Lage entstanden ist, die wir gerne nutzen möchten und diese LDK nutzen möchten, um da ein deutliches politisches Zeichen zu setzen. Deswegen bitte ich euch, diesen Punkt noch nachträglich mit aufzunehmen, da er deutlich nach der Antragsfrist sozusagen sich das ereignet hat, und bitte euch um Zustimmung zu dem T1 neu. Vielen Dank, Sabine. Eine Gegenrede sehe ich nicht. Dann können wir jetzt sofort abstimmen. Bitte euch um das Kartenzeichen, wenn ihr mit dieser Tagesordnung einverstanden seid. Herzlichen Dank. Stimmt jemand gegen die Tagesordnung? Gibt es Enthaltungen? Einstimmig so beschlossen. Dann müssen wir noch das Protokoll der LDK von Duisburg miteinander verabschieden. Wortmeldungen oder Anmerkungen dazu sind nicht eingegangen. Bitte euch noch mal um das Kartenzeichen. Wer dem Protokoll der LDK in Duisburg zustimmen möchte. Herzlichen Dank. Stimmt jemand gegen das Protokoll? Sehe ich nicht. Gibt es Enthaltungen? Sehe ich auch nicht. Ja, doch, einzelne Enthaltungen. Gut. Damit haben wir die Formalia für jetzt hinter uns gebracht und wir steigen ein in die inhaltlichen Beratungen. Ja, und für das erste Highlight darf ich nun Sven Lehmann, unseren Landesvorsitzenden, nach vorne bitten. Ich kündige das Highlight nur an, ja, deswegen müsst ihr jetzt noch nicht applaudieren. Aber ich möchte euch nochmal ganz herzlich auch seitens dieses Pult dreht sich übrigens ein bisschen. Ich meine, das ist irgendwie hat was, aber
Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen festigen. Ich möchte dich nochmal begrüßen seitens des Landesvorstandes zu dieser ja, dritten LDK in diesem Jahr. Wir haben ja normalerweise immer turnusmäßig nur eine LDK, aber dieses Jahr war ja sehr bewegt durch die Neuwahl und die Vorbereitung und Nachbereitung derselbigen und deswegen ist es jetzt die dritte LDK in diesem Jahr und das ist aber eigentlich ganz schön, weil LDK sind ja immer so ein bisschen sowas, so das Fest der Demokratie, ja, in der innerparteilichen Demokratie im Landesverband und aber noch ein größeres Fest der Demokratie und der Beteiligung im Landesverband oder im gesamten Bundesverband war natürlich das, was wir die letzten Wochen und Monate gemacht haben, nämlich die Urwahl. Das erste Mal, dass Grüne wirklich in der Geschichte und die erste Partei, die das überhaupt gemacht hat, ihr Spitzenduo, ihr Spitzenpersonal für die Bundestagswahl wirklich in einem Mitgliederentscheid in einer Urwahl zu bestimmen. Und fast zwei Drittel der gesamten Partei hat auch mitgemacht, also eine ganz, ganz breite Beteiligung. Und ich glaube, ich spreche auch hier für den gesamten Vorstand, wenn wir euch nochmal, euch stellvertretend sozusagen für den gesamten Landesverband dafür danken, dass ihr diese Urwahl wirklich mit Leben gefüllt habt, Fragen eingereicht habt, zu dem Forum gekommen seid, vor Ort diskutiert habt und dann natürlich auch mit abgestimmt habt. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön für die tolle Beteiligung bei dieser Urwahl. Und aus dieser Urwahl ist auch ein Spitzenduo hervorgegangen, und zwar ein sehr, sehr breit getragenes Spitzenduo. Das war jetzt sozusagen nicht so eine Geschichte, wo man irgendwie denkt, die Partei ist gespalten oder so, sondern das Spitzenduo, was ihr gewählt habt, was die Partei gewählt hat, ist wirklich von der Partei sehr breit getragen. Und wir haben unsere Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl auch heute zu Gast, und sie ist wiederum, und das ist auch die Brücke, auch eine sehr engagierte Demokratin. Hat nämlich unter anderem 1989, damals noch in der DDR, war sie Gründungsmitglied von Demokratie Jetzt. Jetzt, 23 Jahre später, ist sie unsere Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl, und ich möchte euch ganz herzlich bitten, Katja Müller-Eckhardt jetzt zu begrüßen, und wir freuen uns auf deine politische Rede. Herzlich willkommen. Freundinnen, liebe Freunde, lieber Sven, liebe Monika, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist für mich insofern ein Novum, als es mein erstes Date ist, was ich bei Twitter bestätigt habe. Das hat mein Büro komplett durcheinander gebracht. Die haben gesagt, das machst du nie wieder. Aber ich fand es jedenfalls eine Einladung, wo ich sofort sagen wollte, ja, ich komme, deswegen, ich bin sehr gern hier. Euer Parteitag ist, das ist ja klar, als Startschuss in den Bundestagswahlkampf hier in NRW zentral und bedeutend. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr nicht nur Listenaufstellungen machen werdet, sondern auch wichtige inhaltliche Anträge hier beraten werdet. Das brauchen wir. Wir brauchen die Personen, aber wir brauchen natürlich auch die Inhalte. Und das ist in einem Bundesland, wo Bündnis 90 die Grünen mitregieren, ja auch besonders wichtig. In dieser Woche haben wir noch einen anderen Parteitag wahrgenommen, nämlich den Parteitag der CDU. Ihr erinnert euch an die Berichterstattung. Meistens ging es entweder um Wahlergebnisse oder um Bündnis 90 die Grünen. Das hat uns gut gefallen. Wir beschäftigen uns ja auch ein bisschen mit uns. Das ist so bei Listenaufstellungen, aber vor allem ist eines klar, auch durch die Berichterstattung, auch durch den Parteitag der CDU, durch die riesige Nervosität. Im nächsten Jahr geht es um eins, nämlich um Grün oder Merkel, liebe Freundinnen und Freunde, und dafür kämpfen wir. Und dass wir die CDU aufgeschreckt haben, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ihnen die Wählerinnen und Wähler immer mehr abhanden kommen, in der Stadt, auf dem Land, egal wo. Das hat damit zu tun, dass sie Sorge bekommen haben, dass das, was Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wollen, was manche auch mit Bürgerlichkeit beschreiben, eben nicht mehr bei der CDU, CSU zu Hause ist, sondern bei Bündnis 90 Die Grünen. Es hat übrigens auch damit zu tun, ich als Ossi darf sowas sagen, das Wahlergebnis von Angela Merkel, das war ja fast so wie bei Erich Honecker. Fast 100%. Und dass sie beide Ossis sind, will ich jetzt gar nicht als Vergleich heranziehen, sondern was man bei der Regierung Merkel sieht,
was man bei dieser Bundeskanzlerin sieht, ist, sie hat genau wie Erich Honecker den Kontakt zum Alltag der Leute, den Kontakt zur wirklichen Realität verloren. Auch deswegen, liebe Freunde und Freunde, geht es um Grün oder Merkel im nächsten Jahr. Und dass die Angst groß ist, das sieht man auch bei manch konservativen Medien. Der Chefredakteur der Wirtschaftswoche redet von rot-grünen Umerziehungslagern, die bevorstehen, und die Bild-Zeitung von sozialistischer Umverteilung. Jetzt habe ich von Sozialismus ein bisschen Ahnung. Das hat nichts mit Umverteilung sozialistischer Art zu tun, nichts mit Gleichmacherei, sondern es hat mit was ganz anderem zu tun. Es hat mit dem zu tun, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wirklich wollen. Und ich will sagen, was grüne Bürgerlichkeit tatsächlich ist. Das heißt zum Beispiel, dass wir es in der Tat unanständig finden, wenn die Friseurin in Sachsen-Anhalt 4,12 Euro die Stunde verdient. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wenn über 70% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes einen gesetzlichen Mindestlohn wollen, dann ist das eben nicht sozialistische Gleichmacherei, sondern das ist gerechter Lohn für ehrliche Arbeit und für Leistung, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn 77% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eine Vermögensabgabe wollen, dann ist das Solidarität und eben nicht Steuergeschenke für Besserverdienende, wie es diese Bundesregierung macht. Und wenn 80% für die Homo-Ehe sind, dann ist es konservativ. Und dafür sind wir, und insofern herzliche Ansage an die CDU, da sind wir vorn, da sind wir modern, da sind wir das, was man eine Wertepartei nennt, liebe Freundinnen und Freunde. Man kann vielleicht auch sagen, die Radikalen sitzen heute in der CDU und in der FDP, die radikalen Lobbyisten, die radikalen Realitätsverweigerer und die radikalen Besitzstandswahrer. Bei uns sitzen die Guerillagärtner, die dafür sorgen, dass Grün ins Land kommt, und zwar überall und an Stellen, wo es bisher keiner gedacht hat, liebe Freundinnen und Freunde. Wir können es anders, wir können es besser, ja. Mit grüner Energie werden wir es wenden, so wie das Motto eures Parteitages heißt. Und das bedeutet aber auch einen langen, einen anstrengenden Weg. Und das bedeutet, dass wir glaubwürdig Politik machen und dass wir deutlich machen, was geht. Das zeigt ihr hier als Regierungspartei in NRW. Und ihr wisst auch, was es heißt, Regierungspartei zu sein. Egal, wie viele Jahre die Weichen falsch gestellt wurden, egal, ob man auch noch einen Koalitionspartner hat, der von Energiewende redet, aber beim Steigerlied ganz automatisch mitklatscht. Man ist sofort für alles verantwortlich. Für uns heißt es jetzt, gesellschaftliche Mehrheiten aktiver, verantwortungsbewusster Bürgerinnen und Bürger in politische Mehrheiten zu verwandeln, im Bund zu politischen Mehrheiten zu machen. Dafür helft ihr uns mit eurer Regierungsarbeit in NRW. Dafür müssen wir aber kämpfen in diesem Jahr 2013. Grün oder Merkel, wir können es anders und wir wollen es vor allen Dingen besser. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will das an einigen Beispielen deutlich machen. Zuerst die soziale Frage. 350.000 Menschen in Deutschland arbeiten Vollzeit und müssen aufstocken. Der ALG-II-Regelsatz ist nicht armutsfest. Darüber haben wir auf der BDK zu Recht intensiv diskutiert. Die Bundesregierung macht Politik gegen geltendes Recht. Die Altersarmut ist weiblich, genauso wie Minijobs, wie Teilzeit, wie niedrige Löhne. Und die 10% Reichsten in Deutschland verfügen über 53% des Gesamtvermögens. Das meinen wir übrigens, wenn wir sagen, starke Schultern können und müssen mehr tragen. Was macht die Bundesregierung? Sehr einfach. Sie streicht Sätze aus dem Armuts- und Reichtumsbericht. Solche Sätze wie Privatvermögen sind ungleich verteilt. Solche Sätze wie 4 Millionen Menschen arbeiten für weniger als 7 Euro die Stunde. Solche Sätze wie der gesellschaftliche Zusammenhalt ist gefährdet. So, liebe Freundinnen und Freunde, kann man sich auch der Realität verweigern. Nein, wir haben keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Nein, wir haben tatsächlich
riesige Armutsrisiken in Deutschland. Und ja, wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit, wir brauchen Verantwortung, wir brauchen Gemeinsinn. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, Grün oder Merkel, wir können es anders und wir machen es besser. Und wir machen es besser. Wir machen es besser nicht nur, indem wir klar machen, die ALG-II-Sätze müssen dem Verfassungsgerichtsurteil entsprechen. Wir machen es besser mit einer Garantierente, die endlich Schluss damit macht, dass ausgerechnet Frauen in Westdeutschland doppelt bestraft werden. Erst gab es keine Infrastruktur und sie konnten nicht arbeiten und dann kommt die Altersarmut im Rentenalter. Wir machen es besser, weil wir deutlich machen, Familienpolitik und Frauenpolitik, das geht für uns ganz anders. Man kann ja sagen, so zwischen der schwarz-gelben und der rot-grünen Familienpolitik liegen so ungefähr 6 Jahrzehnte. Die einen führen das Betreuungsgeld ein, übrigens gegen die Mehrheit der Bevölkerung, gegen die Industrie, gegen die Gewerkschaften, gegen die Wohlfahrtsverbände. Wir sagen, nein, Betreuungsgeld ist es bestimmt nicht. Ihr in NRW habt das beitragsfreie Kita-Jahr eingeführt, weil junge Familien eben keine Stillhalteprämie brauchen, sondern ordentliche, gut ausgestattete Infrastruktur. Das ist moderne Familienpolitik von heute, liebe Freunde und Freunde. Das zeigt ihr, das können wir anders und das machen wir besser. Es sind ja nicht nur die 220.000 fehlenden Kita-Plätze, es ist eben zugleich die Situation, dass die Bundesregierung ignorant ist gegenüber den Kommunen, die das vor Ort einlösen müssen. Auch da habt ihr gezeigt, es geht anders mit dem beitragsfreien Kita-Jahr, es geht anders, weil die Plätze entstehen können und müssen, übrigens auch ganz einfach deswegen. Damit sich die Verbindung von Familie und Beruf nicht nur die leisten können, die das Au-pair-Mädchen bezahlen können. Auch das ist eine Frage der Gerechtigkeit für die Familien und für die Kinder sowieso, liebe Freundinnen und Freunde. Und zur Ehrlichkeit gehört dann auch dazu, dass wenn wir so sicher sind, dass es so wichtig ist, dass Kinder schon ganz früh gute Betreuung erfahren können, dann gehört es dazu, dass wir über den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher einmal anders reden müssen. In Mecklenburg-Vorpommern verdienen die 6,96 Euro die Stunde. Für einen Beruf, von dem wir Bildung wollen, von dem wir Zukunft wollen, das ist nicht das, was wir uns vorstellen, wenn wir von guter Quantität und guter Qualität reden. Das ist übrigens auch nicht das, was dazu führen wird, dass sich besonders viele Männer für diesen Beruf interessieren werden. Liebe Freundinnen und Freunde, auch das ist etwas, das muss sich ändern und das können wir auch besser. Was wir mit Sicherheit auch besser können, ist die Frauenpolitik. Angela Merkel hat ja auf dem Parteitag gesagt, sie würde jetzt ungeduldig werden mit den Unternehmen, weil die doch die Frauenquote nicht einführen. Wir können dazu nur sagen, erstens, wir sind sehr ungeduldig mit Angela Merkel an diesem Punkt. Zweitens, wir werden nicht ungeduldig sein, sondern wir werden die Frauenquote einführen. Und drittens, wenn sie weiter solche Sprüche macht, dann werden die Kabarettisten in Deutschland arbeitslos. Es ist ein Witz, Frau Merkel, was Sie dazu sagen. Frauenquote einführen mit der Industrie und endlich durchsetzen. Darum geht es in diesem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und das Beispiel Geschlechterpolitik, Gesellschaftspolitik haben wir ja in dieser Woche in besonderer Weise erlebt. Da hat die CDU doch tatsächlich ganz offen darüber diskutiert, wie es mit dem Ehegattensplitting für Schwule und Lesben ist. Armin Laschet, den ihr besonders gut kennt, hat am Dienstag erklärt, Schwule und Lesben bräuchten das gar nicht, weil da ja in der Regel beide Partner arbeiten und weil sie im Übrigen keine Kinder haben. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist Doppelmoral und da machen wir mal einen schönen Doppelpunkt hin und sagen, solange es das Ehegattensplitting noch gibt, jedenfalls bis zum nächsten Herbst, solange sagen wir, es muss allen zustehen, die füreinander Verantwortung übernehmen, liebe Freundinnen und Freunde. Und genauso
Und genauso gilt das für das Adoptionsrecht. Ich finde es immer noch absurd, dass wir dort, wo Eltern Verantwortung für Kinder übernehmen, Unterschiede machen bei der Frage, wie sie lieben und wie sie zusammenleben. Das Adoptionsrecht für Schwule und Lesben gehört eingeführt, und zwar im Sinne der Kinder, und zwar im Sinne eines echten Familiensinns, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn man das Beispiel Bildungspolitik nimmt, das ist ja Ländersache, auch da kann man sagen, Vorbild Nordrhein-Westfalen. Ihr könnt stolz sein auf eure Bildungsministerin Silvia Löhrmann, und wir sind stolz darauf, dass wir hier zeigen können, es geht tatsächlich anders. Es geht anders mit einer neuen Bildungspolitik, die Schule für alle macht, und es geht eben auch anders in der Form. Es geht nicht nach dem Motto, wir haben es immer schon gewusst und jetzt machen wir es ganz anders, sondern der Bildungskonsens, der Schulkonsens von Nordrhein-Westfalen ist wirklich vorbildhaft für die ganze Republik. Hier schauen alle auf euch, hier schauen auch alle auf den Erfolg, der das haben wird. Das ist glaubwürdig und das ist zugleich mutig, liebe Freundinnen und Freunde. Und aus Bundessicht muss man sagen, das Kooperationsverbot muss endlich fallen, damit wir gemeinsam Verantwortung übernehmen können für bessere Bildung, liebe Freunde und Freunde. Darauf sind wir stolz und darauf freuen wir uns. Und wo ihr auch Vorbild seid, das ist das Thema Energie. Da muss man ja sagen, auch da geht es darum, die gesellschaftlichen Mehrheiten in politische zu verwandeln. Immerhin sind 72% der Deutschen ja tatsächlich für die Energiewende. Und wir sind übrigens die Partei, die nach wie vor die höchsten Kompetenzzuschreibungen bei diesem Thema hat. 62% der Deutschen sagen, das gilt für keine andere Partei, auch nur annähernd, das können die Grünen am besten. Kein Wunder, wenn man an solche Minister denkt wie Johannes Remmel hier in Nordrhein-Westfalen. Da könnte man Peter Altmaier sagen, macht uns doch mal den Gutenberg. Schreibt einfach ab bei Johannes Remmel. Das können wir gut haben. Das ist dann auch kein Plagiat, sondern, liebe Freunde und Freunde, das ist einfach bessere Politik. Da kann NRW Vorbild sein, das wollen wir anders, das können wir besser, das können wir auch im Bund besser. Eine echte Energierevolution, die brauchen wir. Die brauchen wir. Die brauchen wir, liebe Freunde und Freunde, weil es eben nicht sein kann, dass das Gesamtvolumen der Ausnahmen für energieintensive Unternehmen sich dieses Jahr auf 2,5 Milliarden Euro bezieht und im nächsten Jahr werden es 4 Milliarden sein. Das heißt doch, dass die Oma von nebenan, die junge Familie, aber auch die Bäckermeisterin und der Mittelstand und das Handwerk die Ausnahmen der Großunternehmen bezahlen. Diese Ausnahmen müssen abgeschafft werden und damit die Kosten der Energiewende gerecht verteilt werden, liebe Freundinnen und Freunde. Darauf kommt es an. Und ja, wir wollen Stromtarife, bei denen Stromsparen belohnt wird und nicht weitere Ausnahmen oder Nikolausgeschenke von 500 Millionen Euro Beihilfe für Unternehmen, bei denen der Stromverbrauch im Jahr 2014 besonders stark ansteigen soll. Das ist das Gegenteil dessen, was sinnvoll ist. Das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Das ist sozusagen Weihnachten für wenige. Wir wollen bezahlbaren Strom für alle, der verbunden ist mit einer echten Energiewende. Dafür strengen wir uns an. Dafür haben wir die richtigen Ideen. Übrigens auch deswegen, weil wir die Partei sind, die schon lange und intensiv darüber nachgedacht hat, die weiß, wie das geht mit der Bürgerbeteiligung, auch wenn es um die Stromtrassen geht, die weiß, wie man eine echte Energierevolution macht, die dazu führt, dass wir 100% Erneuerbare haben werden, die dazu führt, dass wir Deutschland endlich wieder voranbringen und dass wir Vorbild sind für andere Länder auf dieser Welt, dass wir zeigen, ja, es geht, das können wir anders und das werden wir besser machen, liebe Freundinnen und Freunde. Und man muss in diesen Tagen natürlich auch reden über die Frage von Demokratie und auch über die Frage, wie wir Wahlkampf machen werden, in einer Zeit, wo immer noch 10% aller Deutschen latent oder offen rechtsextrem denken.
Da gibt es wirklich noch viel zu tun für eine offene Gesellschaft. Als Thüringerin, aber auch mit Blick auf die Ermittlungen nach dem Attentat in Köln, sage ich, wenn der Verfassungsschutz vor allem Verfassungsfeinde schützt und Nazis gute Nebeneinkünfte beschert, dann gehört das ganze System auf den Prüfstand, liebe Freundinnen und Freunde. Und ja, wir diskutieren zu Recht auch im Bundestag erneut über ein NPD-Verbot. Und wir werden prüfen, was uns vorgelegt ist. Aber ich will auch ganz klar und deutlich sagen, ein NPD-Verbot ist maximal ein ganz, ganz kleiner Baustein im Kampf gegen rechts, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist ein wichtiges Symbol, aber der Kampf gegen rechts, der findet woanders statt. Der findet statt in der Mitte der Gesellschaft, der findet statt am Stammtisch. Der Kampf gegen rechts, der findet da statt, wo wir auf die Straße gehen, manchmal uns auch auf die Straße setzen, der findet im Netz statt und, liebe Freunde und Freunde, möglicherweise auch beim Verwandtenbesuch über Weihnachten. Der Kampf gegen rechts ist mehr, ist viel, viel mehr als ein NPD-Verbot. Dafür stehen wir als Bündnis 90 Die Grünen, weil wir Freunde der Demokratie sind und weil wir sie nicht anfeinden lassen von Nazis und Neonazis, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, man hat ja so ein bisschen das Gefühl mit unserer Urwahl und mit der BDK und mit den Landesversammlungen in den großen Landesverbänden, die jetzt die Listenaufstellungen vornehmen, sind wir sowas wie in der Pool-Position. Das sehen wir daran, dass sich die CDU an uns abarbeitet. Das sehen wir auch daran, dass uns aus der SPD jede Woche jemand anders Ratschläge darüber gibt, mit wem wir nicht in die Regierung gehen sollen. Das ist so ein bisschen das Pfeifen im eigenen Land, wenn ich an Peer Steinbrücks Beinfreiheit denke. Und dass die Umfragekurve nach oben geht, das freut natürlich die Wahlkämpferinnen, das freut die Kandidatinnen und Kandidaten, die auf den Listen stehen, das freut ganz besonders natürlich die Spitzenkandidatin. Aber es soll uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass die nächsten 9,5 Monate verdammt hart werden. Die Umfragen steigen, aber Stimmung, liebe Freundinnen und Freunde, bringt noch keine Stimmen. Wir werden Überzeugungsarbeit leisten müssen. In den Städten, in den großen Städten, das wissen wir, da sind wir zu Hause, aber längst auch auf dem Land, wo Leute darauf warten, mehr von unseren Konzepten zu erfahren. Wir werden Überzeugungsarbeit leisten müssen in allen Teilen der Gesellschaft, im Wohnprojekt und in der Berufsschule. Überall wird man uns fragen, was haben eure Konzepte eigentlich mit dem Alltag zu tun? Wie funktionieren sie? Ob sie funktionieren, wenn man im Pott lebt, wenn man im Dorf lebt, und was wir eigentlich mit Heimat meinen, wenn wir davon reden. Nichts Altbackenes nehme ich und nichts von gestern. Heimat, das heißt heute denen willkommen zu sagen, die draußen sind. Denen, die fliehen mussten vor Krieg und Not und Unterdrückung. Das heißt übrigens auch sowas wie das Abschaffen des Asylbewerberleistungsgesetzes, was auch mit den Stimmen der SPD nicht beschlossen werden konnte im Deutschen Bundestag. So stellen wir uns jedenfalls Einladung und Heimat nicht vor. Heimat, das heißt zu sagen, wir wollen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das heißt, denen, die draußen sind, zu sagen, ihr gehört dazu. Hier ist der Ort, wo die Zukunft von Kindern nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Hier ist es egal, wie man lebt und wie man liebt. Man gehört dazu. Heimat, das heißt, wir erhalten, was uns erhält, und Heimat, das heißt, wissen, wie es ist. Ihr habt in Nordrhein-Westfalen 1000 Grüne in Kommunalparlamenten, in Räten, in Stadtverordnetenversammlungen. Ihr seid die Experten, die wissen, was los ist, und auch das ist unser Pfund für den Bundestagswahlkampf. Und deswegen meine große Bitte, sagt uns, was los ist, wie heute hier beim Grußwort aus Hagen, sagt uns, was los ist, und helft uns bei einem Bundestagswahlkampf, der bei den Problemen der Leute und beim Alltag ansetzt, liebe Freundinnen und Freunde. Nur so können wir es schaffen. Das heißt übrigens auch, grüne Politik spielt eben nicht Bund, Länder und Kommunen gegeneinander aus. Das verspreche ich. Wir werden keine Bundesregierung sein, die mit Steuersenkungspopulismus oder anderem die Kommunen ruiniert und die Finanzen der Kommunen
dazu führt, dass sie stranguliert sind und nicht mehr handlungsfähig. Das ist eine andere Politik, die wir wollen. Wir sagen, die Kommunen müssen stark sein. Dort wird Politik erlebt, dort wird Demokratie erlebt. Und von dort aus geht auch die Veränderung aus, die wir brauchen, liebe Freundinnen und Freunde. In unserem Wahlkampf wird es darauf ankommen, dass wir klar machen, er hat mit dem Alltag der Leute zu tun, weil wir wissen, wie es ihnen geht, weil wir wissen, wie es dem Leiharbeiter geht, der für dieselbe Arbeit nur den halben Lohn bekommt, weil wir wissen, wie es ist, mit super Noten und 20 Praktika trotzdem keinen Job zu finden, weil wir wissen, wie es dem jungen Vater geht, der gerne mehr Zeit für sein Kind hätte, aber eben Angst vor dem Karriereknick, weil wir die Bürgermeisterin kennen, die sich zwischen Schwimmbad dicht machen und Straße sanieren entscheiden muss, weil wir wissen, wie es dem Mittelständler geht, der alles getan hat, um Energie zu sparen und jetzt plötzlich deswegen einen Wettbewerbsnachteil haben soll, weil wir übrigens auch wissen und den ernst nehmen, der sich um die Mopsfledermaus sorgt, die berühmte, weil er sie noch seinen Kindern und Enkeln zeigen will. Und weil wir mit dem Flüchtling reden, der gerne arbeiten will, aber nicht darf. Wir wollen, dass alle Kinder ihre Talente entdecken können, auch wenn ihre Eltern die noch gar nicht können. Und wir wissen übrigens auch, wie es der Näherin in Bangladesch geht, wenn bei uns ein T-Shirt 4 Euro kostet. Liebe Freundinnen und Freunde, unser Wahlkampf, und auch das habt ihr uns gezeigt, das heißt nicht immer schon Antworten zu geben, bevor wir gefragt werden. Unser Wahlkampf, das heißt eben auch, in Dialog zu treten, das ist keine Oben-Unten-Sache. Das haben wir mit der Urwahl innerparteilich angefangen und das werden wir im Wahlkampf weitermachen. Wir werden deutlich machen, wir reden mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Wir werden deutlich machen, wir machen gesellschaftliche Mehrheiten zu politischen, weil wir wissen, wo der Schuh drückt, weil wir wissen, wo Menschen es anders wollen und weil wir auch wissen, wo sich die Strukturen verändern müssen. Denn auch darum wird es gehen, liebe Freundinnen und Freunde, Grün oder Merkel. Das heißt eben auch Wahlkampf mit den Leuten, Wahlkampf bei den Leuten und nicht über sie hinweg, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür brauchen wir zwei Dinge von euch, mehr nicht. Das erste ist gute, überzeugende, glaubwürdige Regierungsarbeit, wie ihr das jetzt schon macht, die nämlich zeigt, wenn das in NRW geht, dann geht es selbstverständlich im Bund auch. Die können es anders, also können wir es besser. Und zweitens brauchen wir ein verdammt gutes, grünes Wahlergebnis in NRW für die Bundestagswahl. Dafür fangt ihr heute an. Aber ihr solltet euch dann bitte nicht zurücklehnen, maximal so kurz über Weihnachten, weil dann muss jeden Tag gekämpft werden, liebe Freundinnen und Freunde, weil das Jahr 2013 eben ein Wahljahr sein wird, von vorn bis hinten. In Niedersachsen gibt es nach den Umfragen schon eine rot-grüne Mehrheit. Im Bund liegt rot-grün gleich auf mit schwarz-gelb. Das ist jedenfalls in den Umfragen immer so dargestellt. Jetzt hat ja Philipp Rösler gesagt, für ihn hätte es den Schrecken verloren, wenn Griechenland aus der Eurozone austritt. Unter Europapolitik verstehen wir was anderes, aber Philipp Rösler jedenfalls können wir sagen, für uns hat es den Schrecken verloren, wenn die FDP nicht mehr im Bundestag ist, liebe Freundinnen und Freunde. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Da helfen wir gerne mit, aber ab jetzt kommt es darauf an, dass wir die Nase vorn haben in den Umfragen, aber vor allem am Wahltag. Und deswegen heißt es, viele überzeugen, jeden Einzelnen und jede Einzelne zu wissen, was los ist. Deswegen heißt es, wir wollen es anders, wir können es besser. Deswegen heißt es, Grün oder Merkel. Deswegen heißt es Vorbild NRW, wir rocken die Republik und dann 2013 Rot-Grün im Bund mit eurer Hilfe. Wir kämpfen gemeinsam und wir können es schaffen.
Ja, liebe Katrin. Katrin, wir freuen uns, dass du heute hier in Nordrhein-Westfalen bei uns warst. Ich glaube, insbesondere dein überaus glaubwürdiger Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Gerechtigkeit, für Gemeinsinn, Demokratie. Ich glaube, dass dieses Thema neben dem großen Thema Energiewende hier auch im Wahlkampf in NRW eine ganz große Rolle spielen wird. Und deswegen glaube ich, nach dieser Rede wirst du eine Menge Einladungen bekommen. Und ich hoffe, dass wir dich im Wahlkampf sehr oft hier in Nordrhein-Westfalen sehen werden. Darauf freuen wir uns. Und vielen Dank nochmal, dass du gekommen bist. Ganz herzlichen Dank an Katrin. Sie hat eben gesagt, wir wollen hier eine Wahl gewinnen, dafür brauchen wir eine gute Liste und wir befinden uns jetzt quasi direkt im Anflug darauf und vor Beginn der Wahlen müssen wir aber noch einige Personen wählen und zunächst einmal die Versammlungsleiterin. Und hier liegt der Vorschlag von Sabine Brauer vor. Und ich würde euch jetzt bitten, mit dem Kartenzeichen abzustimmen, wenn ihr diesem Vorschlag zustimmen wollt. Ganz herzlichen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das ist beides nicht der Fall. Damit ist Sabine Brauer als Versammlungsleiterin gewählt und übernimmt jetzt die nächsten Punkte. Ja, danke für euer Vertrauen, schon zum zweiten Mal gewählt heute und möchte mit euch ein paar Formalia jetzt durchgehen, die wir machen müssen, damit unsere Liste dann auch ordnungsgemäß eingereicht werden kann. Als nächstes möchte ich jetzt den Schriftführer oder die Schriftführerin wählen lassen. Da schlagen wir unseren Landesschatzmeister Jo Schröers vor. Ich bitte euch um euer Kartenzeichen, wenn ihr Joe wählen wollt, als Schriftführer. Danke euch. Gibt es Gegenstimmen? Sehe ich nicht. Enthaltungen? Die sehe ich auch nicht. Joe, damit bist du als Schriftführer gewählt. Jetzt brauchen wir noch zwei Personen zur Versicherung an Eidesstatt. Hier schlagen wir aus dem Präsidium André Zören und Anna Kahlers vor. Diese versichern mit ihrer Unterschrift, dass die Anforderungen des Bundeswahlgesetzes beachtet wurden, hierbei insbesondere, dass geheim gewählt wurde und die Bewerber und Bewerberinnen, muss es heißen, genügend Zeit zur Vorstellung hatten. Ich bitte euch um euer Kartenzeichen, wenn ihr das André Zören und Anna Kahlers damit beauftragen wollt. Ich danke euch. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehe ich auch nicht. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch zur Einreichung der Landesliste eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson. Hier schlagen wir Veronika Henschel und Jörg May aus der Landesgeschäftsstelle vor. Da bitte ich euch auch um euer Kartenzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Sehe ich nicht. Auch die beiden sind damit einstimmig gewählt. Vielen Dank. Und jetzt sozusagen mein letzter Job ist die Frage zur Stimmberechtigung, die ich euch jetzt stellen möchte. Und ich will vorweg sagen, dass sich das auf die schriftliche Schlussabstimmung bezieht. Vorher im Televoting-Verfahren dürfen alle Delegierten mitwählen. Bei der schriftlichen Schlussabstimmung dürfen dann nur noch die mitwählen, die 18 Jahre alt sind, die deutsche Staatsbürgerschaft haben und seit mindestens 3 Monaten in der BRD wohnen oder sich gewöhnlich dort aufhalten. Um die geht es jetzt. Und da frage ich,
wird von einem oder einer der anwesenden stimmberechtigten Delegierten die Berechtigung zur Abstimmung einer der hier Anwesenden, die Anspruch auf Stimmberechtigung erhoben haben, bezweifelt. Wenn das jemand bezweifelt, die oder der müsse jetzt sich melden. Wenn das nicht der Fall ist, ist das sehr gut und mein Job als Versammlungsleiterin ist damit vorzeitig beendet. Erst wieder bei der Schlussabstimmung trete ich als solche wieder in Erscheinung und übergebe somit erstmal wieder ans Präsidium. Herzlichen Dank, Sabine. Bevor du... Du wirst ja gleich uns das Wahlverfahren noch vorstellen. Und über dieses Wahlverfahren würden wir gerne mit dem Televoter abstimmen. Und bevor ihr das jetzt alle zur Hand nehmt, kriegt ihr jetzt eine kleine Demonstration hier oben auf der Leinwand. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, wie es geht. Als erstes müsst ihr den Chip richtig einführen, und zwar mit der Seite nach oben. Dann sollte es... Und wenn dann muss ich jetzt einfach weiter erzählen. Ja, ich kann jetzt dann weiter erzählen, wenn es weitergeht. Und richtig eingeschoben ist er, wenn der Chip oben ist, ne? Mit dem Gesicht nach oben. So. Bis zum Anschlag sollt ihr den einschieben. So, als nächstes erscheint ein Licht. Aber nur dann, wenn der Wahlgang ist. Das Licht erscheint aber nur dann, wenn es nicht ordentlich eingeschoben worden ist. Oder wenn der Wahlgang eröffnet worden ist. Und das probieren wir nämlich jetzt mal. Gut, das Problem ist, es geht erst dann, wenn die Präsentation ganz zu Ende gelaufen ist. Das heißt, wir schauen sie jetzt weiter an. Das ist Tücke der Technik. Aber theoretisch müsste oben das grüne Licht leuchten, wenn die Abstimmung eröffnet worden ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit abzustimmen mit... Machen wir bitte weiter. So, wenn es kaputt wäre, nicht funktionieren täte, würde bei geöffneter Abstimmung oben ein rotes Licht erscheinen. Dann gibt es fleißige Helferlein hier im Saal, die euch unterstützen und das Gerät austauschen oder gucken, woran es liegt. So, die Taste 1 steht für Enthaltung, die Taste 2 steht immer für Nein und die weiteren Tasten werden dann belegt mit den Abstimmungen, die wir dann machen. In dem Fall jetzt mit der 3 für Ja, gleich für das Wahlverfahren. Ihr habt ja ein Beispiel mit einem Listenplatz. 1 Enthaltung, 2 Nein, Kandidat A für die 3 und Kandidat B für die 4. Und ihr wählt mit dem Drücken der entsprechenden Ziffer. Und ihr habt noch die Möglichkeit zu korrigieren, wenn ihr euch verwählt habt mit der C-Taste, solange die Abstimmung noch nicht geschlossen worden ist. Und wenn ihr gewählt habt, müsst ihr mit OK bestätigen. Und dann wird die Stimme übertragen ans Gerät und dann wird ausgezählt, wenn die Abstimmung geschlossen worden ist. So, das war jetzt die Demonstration. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wir probieren das gleich mal aus. Aber erst nachdem Sabine euch das Wahlverfahren vorgestellt hat. Bitte schön, Sabine. So, ihr findet in euren Unterlagen das Wahlverfahren WBT neu und wie das Verfahren bei den einzelnen Listenplätzen genau läuft, das wird das Präsidium auch gleich nochmal erklären.
Das ist ja hier auch alles nochmal niedergelegt. Ich will euch vor allem sagen, dass es in den groben Zügen genau das Wahlverfahren ist, mit dem wir bisher auch die Listen aufgestellt haben. Aber es gibt zwei Neuerungen. Beim WBT gibt es schon die Neuerung, dass und zwar beim Verfahren für die Listenplätze, Punkt 2 am Ende, der Übergang vom ersten in den zweiten Wahlgang. Da haben wir ja als Parteitag mal verschiedene Regelungen ausprobiert. Beim letzten Mal hatten wir da eine Hürde von 20% eingebaut. Da gab es schon, sag ich mal, Unmut darüber, dass das eine zu hohe Hürde ist. Dann haben wir das mal wieder auf 10% gesenkt. Da gab es dann aber auch, sag ich mal, Probleme, weil das nicht die Steuerungswirkung entfaltet hat, wenn es sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten bei einem Platz gibt. Deswegen schlagen wir sozusagen den salomonischen Mittelweg vor und wollen mit 15% der Stimmen das zur Voraussetzung machen, dass Kandidatinnen und Kandidaten in den zweiten Wahlgang kommen und halten das für eine gute Regelung. Bitten da um eure Zustimmung. Punkt 2, und deswegen haben wir nochmal ein WBT neu aufgelegt, das ihr habt, hat eine andere Änderung zur Folge. Wir haben das, ich weiß nicht, seit immer so gehandhabt, dass Platz 1 und Platz 2, also sozusagen die herausgehobenen Positionen, die Spitzenkandidatin mehr Redezeit bekommen als die anderen Kandidaten. Wir haben das jetzt mal rund um diese ganzen Aufregungen, Zulassung von Landeslisten noch mal prüfen lassen und haben festgestellt, dass das rechtlich nicht ganz sauber war. Deswegen werden keine Listen mehr zurückgezogen etc. Aber es ist ganz klar in der Kommentierung zum Parteiengesetz, dass alle Bewerberinnen und Bewerber gleich behandelt werden sollen. Und deswegen müssen wir die Kandidatinnen und Kandidaten auf Platz 1 und 2 bitten, sich auch der Regelung 7 Minuten Vorstellungszeit und 3 Minuten Antwortzeit anzuschließen, sodass alle gleich behandelt werden. In diesem Sinne wünsche ich mir auch, aber bitte ich euch auch, diesem Wahlverfahren WBT neu zuzustimmen. Ich danke euch. Vielen herzlichen Dank, Sabine. Und jetzt, da ich keine Wortmeldungen dazu sehe, können wir sofort in die Abstimmung einsteigen. Dann bitte ich euch jetzt, die Teleprompter-Geräte zur Hand zu nehmen, die Chipkarte mit dem Gesicht nach oben einzuschieben. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mit 1 Enthaltung, mit 2 Nein und mit 3 zuzustimmen. Und die Abstimmung ist eröffnet. Konnten alle abstimmen oder gibt es Probleme? Da vorne sehe ich, im Kreisverband Euskirchen gibt es Probleme oder an der Grenze zwischen Euskirchen und Rheinberg, so genau kann ich das nicht erkennen. So, ich denke, alle haben ihre Stimme abgegeben. Dann schließe ich die Abstimmung. So, wir haben 232 abgegebene Stimmen. 5 Menschen haben sich enthalten. 9 haben mit Nein gestimmt und 218 mit Ja, 93,97% haben das Wahlverfahren angenommen. Vielen herzlichen Dank dafür. So, und bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen, möchte ich noch mal so ein paar grundsätzliche Sachen zum Verfahren kurz noch loswerden. Zum einen, alle Menschen, die für einen bestimmten Platz kandidieren wollen,
mögen bitte hier vorne bei der Antragskommission, die ist von euch aus gesehen unten rechts vor der Bühne, ihre Kandidatur erklären. Ihr habt eben von Sabine gehört, es gibt wie immer auch die Fragerunde. Bei der Fragerunde ist es so, dass die Fragen ausgelost werden. Und dazu ist es notwendig, dass ihr die Fragen auch hier vorne bei der Antragskommission schriftlich einreicht. Wir werden die dann vom Präsidium aus verlesen und dann ist die Antwortrunde. So, und wir steigen jetzt ein mit dem Listenplatz 1. Und da fliegt mir gerade eine Bewerbung von Bärbel Höhn aus dem Kreisverband Oberhausen zu. Ich frage euch, liebe Versammlung, gibt es weitere Kandidaturen für den Platz 1? Das ist augenscheinlich nicht der Fall. Dann schließe ich die Bewerbungsliste für den Platz 1. Bitte die Bärbel auf die Bühne. Und erinnere noch mal dran, wenn ihr Fragen an Bärbel habt, bitte hier vorne bei der Antragskommission einwerfen. Bärbel, du hast das Wort, bitteschön. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen vor einer wichtigen Bundestagswahl. Es geht um einen Politikwechsel für unser Land, um eine Politik, die gerechter ist, die ökologischer ist und die grüner ist. Und die Voraussetzungen sind gut. Wir Grüne regieren mittlerweile in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein und in Bremen. Diese Erfolgsserie wollen wir fortsetzen im Januar mit Niedersachsen. Und da haben wir fast schon eine rot-grüne Gestaltungsmehrheit im Bundesrat. Am 22. September geht es dann um die Ablösung von Schwarz-Gelb und einen Politikwechsel auch im Bund. Und dafür möchte ich gemeinsam mit euch kämpfen. Für uns Grüne, aber auch für mich persönlich, hat die Energiewende dabei höchste Priorität. Wir, die Grünen, haben vor gut 10 Jahren den Ausstieg aus Atomkraft und den Einstieg in die erneuerbaren Energien durchsetzen können. Es geht ohne Atom und es geht ohne Kohle, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist, weil wir dafür gekämpft haben. Und das ist nicht nur ein großer Beitrag für den Klimaschutz, es ist auch wirtschaftlich erfolgreich, denn er schafft Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Und die Importe von fossilen Energieträgern sind durch die Erneuerbaren im letzten Jahr, im Jahr 2011, um 7 Milliarden reduziert worden. Dieses Geld geht nicht mehr in die Ölstaaten, dieses Geld bleibt als Wertschöpfung hier in Deutschland. Und das ist ein Erfolg der grünen Energiepolitik. Wir stehen vor einem gewaltigen Durchbruch. Wind und Sonne sind die großen Gewinner der Energiewende und werden immer wettbewerbsfähiger. Photovoltaik und Windstrom haben den Preis an der Strombörse im letzten Jahr um fast 1 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Schwarz-Gelb verhindert diesen Durchbruch der Erneuerbaren. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, schaffen wir den Durchbruch nur mit starken Grünen und dafür kämpfen wir. Und es wird auch klar, warum der Widerstand gerade gegen Windkraft und Photovoltaik so enorm groß ist. Sie sind nämlich gefährliche Konkurrenten geworden, gerade für die großen Energiekonzerne. Die Erneuerbaren hatten im ersten Halbjahr 2012 einen Anteil am Strommix in Deutschland von 25%. Sie liegen vor der Steinkohle und vor der Atomkraft. In den nächsten Monaten wird die grüne Bundestagsfraktion ein neues Marktdesign entwickeln, damit die erfolgreichsten der Erneuerbaren immer stärker auch außerhalb des EEG einen eigenen Markt finden. Uns Grünen wird die Kompetenz zugewiesen, dass die Umsetzung der Energiewende von uns am besten gemacht werden kann. Und deshalb wollen wir mitgestalten, liebe Freunde und Freunde, deshalb wollen wir ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl. Ein wichtiges zweites Thema in diesem Wahlkampf muss die soziale Gerechtigkeit sein. Sie stellt sich angesichts der enormen finanziellen Belastungen im Rahmen der Banken- und Finanzkrise immer heftiger. Und ich kämpfe auch auf diesem Feld für mehr soziale Gerechtigkeit bei den Energiepreisen.
Dabei geht es nicht nur um faire Strompreise, sondern es geht ebenso um die Wärme und die Kraftstoffe. Denn die Energiepreise werden steigen. Die Heizölpreise sind allein in den letzten 10 Jahren, haben sie sich verdreifacht. Und die beste Antwort, liebe Freundinnen und Freunde, auf steigende Energiepreise heißt Energie einsparen, Energie einsparen, Energie einsparen. Das ist die Antwort. Wir müssen weg vom Öl. Das ist die Antwort. Wir müssen weg vom Öl, um aus dieser Kostenfalle rauszukommen. Denn es ist nicht nur eine klimapolitische Notwendigkeit, es ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Menschen mit niedrigen Einkommen werden die steigenden Energiepreise nicht mehr zahlen können. Und Staaten, auch reiche Staaten, werden nicht mehr in der Lage sein, diese steigenden Energiekosten gegenzusubventionieren. Und deshalb geht es darum, dass wir Grüne für faire Strompreise kämpfen, aber dass wir auch Konzepte haben für Wärmedämmung, gerade auch in Mietshäusern. Und wir wollen als Grüne Bundestagsfraktion, wenn wir mitgestalten können, 2 Milliarden in einen Fonds tun für die Kommunen, damit diese Kommunen gerade in prekären Quartieren für einkommensschwache Haushalte die Gebäude sanieren können und sich entlasten können von den Heizkosten. Das ist gut für die Kommunen und das ist gut für die Familien mit niedrigen Einkommen. Und deshalb wollen wir es. Und es gibt noch ein drittes Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, und das ist der Verbraucherschutz. Ich bin mit eurer Hilfe 1995 die erste grüne Landwirtschaftsministerin hier in Deutschland geworden. Und wir haben von Nordrhein-Westfalen aus eine andere Landwirtschaftspolitik vorangetrieben. Und wir haben den Verbraucherschutz, haben wir erst überhaupt in den Fokus gestellt. Im Jahre 2000 waren wir hier in Nordrhein-Westfalen das erste Land, was überhaupt ein Verbraucherschutzministerium geschaffen hat. Und ich war damals die erste Verbraucherschutzministerin. Renate Künast war ein Jahr danach auf Bundesebene, wurde sie Verbraucher- und Landwirtschaftsministerin. Und wir haben eine grüne Landwirtschaft- und Verbraucherschutzpolitik nach vorne getrieben. Und was ist passiert? 2005 haben Seehofer und Aigner diese grüne Landwirtschaftspolitik konterkariert. Sie sind auf dem falschen Trip, liebe Freunde und Freunde, mit Massentierhaltung und mit industrieller Tierhaltung. Da ist für Tierschutz kein Platz mehr. Da ist für saubere Luft und sauberes Wasser kein Platz mehr. Und deshalb müssen wir diese falsche Landwirtschaftspolitik wieder verändern, liebe Freunde und Freunde. Das muss Ziel in der nächsten Bundestagswahl sein. Und wer ist denn schuld an diesen Maismonokulturen? Es ist eine falsche Landwirtschaftspolitik mit viel Futter für die Tiere, eine falsche Landwirtschaftspolitik mit übermäßigen und falschen Förderungen von Biogasanlagen. Und das führt am Ende zu diesen Maismonokulturen. Und wer sind die Leidtragenden? Das sind die Milchbauern, das sind die bäuerlichen Familienbetriebe und das sind am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher. Johannes Remmel zeigt, wie wir es hier in Nordrhein-Westfalen besser machen können. Und deshalb, liebe Freunde und Freunde, wollen wir diese schwarze Agrarpolitik am 22. September nächsten Jahres ablösen und durch eine grüne Landwirtschafts- und Verbraucherschutzpolitik ersetzen. Das ist unser Ziel. Angela Merkel hat letzte Woche gesagt, ihr Kabinett sei die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Das waren ihre Worte. Die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Liebe Freunde und Freunde, in welcher Parallelwelt lebt unsere Kanzlerin? Nach 3 Jahren Schwarz-Gelb gibt es in Deutschland immer noch keinen gesetzlichen Mindestlohn. Nie zuvor waren so viele Menschen neben ihrer Arbeit auf Sozialhilfe angewiesen wie unter Ursula von der Leyen. Und die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Der Armutsbericht musste geschönt werden, weil die Wahrheit dieser Regierung nicht gepasst hat. Und deshalb gilt, diese Sozialpolitik ist nicht erfolgreich. Sie ist gescheitert und deshalb brauchen wir am 22. September nächsten Jahres einen Politikwechsel, liebe Freundinnen und Freunde. Nach 3 Jahren Schwarz-Gelb gibt es für Frauen immer noch keinen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Und Familienministerin Schröder lockt Mütter mit dem Betreuungsgeld zurück an den heimischen Herd und blockiert die Frauenquote für Aufsichtsräte. Und die CDU kämpft auf ihrem Parteitag erbittert gegen die Gleichstellung der Homo-Ehe.
Diese Politik ist nicht sehr erfolgreich. Sie ist einfach nur rückständig. Und deshalb brauchen wir am 22. September nächsten Jahres einen Politikwechsel, liebe Freundinnen und Freunde. Und nach 3 Jahren Schwarz-Gelb hat Deutschland seine Vorreiterrolle im Klimaschutz eingebüßt. Eine Anhebung der veralteten EU-Klimaziele, mehr Energieeffizienz, Reparaturen am Emissionshandel. Wirtschaftsminister Rösler blockiert alles, was mit Klimaschutz zu tun hat. Und der Auftritt von Peter Altmaier und seiner Staatssekretärin auf der Klimakonferenz war eine einzige Katastrophe. Deutschland war früher mal Vorreiter. Und jetzt machen Sie sich zunehmend lächerlich, liebe Freunde und Freunde. Wir brauchen einen Politikwechsel am 22. September nächsten Jahres. Wir haben bei der Wahl als Grüne alle Chancen. Wir treten an mit guten Ideen, durchgerechneten Konzepten und jeder Menge politischer Leidenschaft. Wir können den Politwechsel schaffen. Dafür möchte ich in den nächsten Monaten gemeinsam mit euch kämpfen. Und ich möchte dafür sorgen, dass wir NRW-Grüne auch nach der Wahl ein gehöriges Wort mitreden können, wenn es darum geht, die Konzepte in die Wirklichkeit umzusetzen. Und deshalb bitte ich euch um eure Unterstützung. Wir wollen Schwarz-Gelb ablösen. Und dafür brauchen wir in der nächsten Bundestagswahl starke Grüne. Unser Ziel ist Rot-Grün. Aber unser Ziel ist Rot-Grün wie hier in Nordrhein-Westfalen. Wie Silvia Luhrmann und Hannelore Kraft es zeigen, wie man die Menschen überzeugen kann und wie man bei Wahlen Stimmen gewinnt und nicht verliert. Per Steinbrück wird jetzt am Wochenende wahrscheinlich zum Kanzlerkandidaten der SPD. Und ich finde, wir meinen sehr deutlich und klar, die rot-grüne Regierung jetzt hier in Düsseldorf muss Vorbild für Berlin sein. Nicht mehr und nicht weniger. Packen wir es an, kämpfen wir für einen Politikwechsel und kämpfen wir für starke Grüne. Ich habe Lust, mit euch Wahlkampf zu machen. Ich bitte euch um eure Unterstützung. Danke. Vielen herzlichen Dank, Bärbel. Bleib mal bitte hier. Es gibt eine Frage an dich von Christian Nähle, KV Dortmund. Die BDK in Hannover hat die Einrichtung einer Enquetekommission für sinnvoll erachtet, um die grundlegenden Reformperspektiven des Sozialstaats zu diskutieren. In dieser Enquete soll auch die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens Raum verschafft werden. Mit welcher Fragestellung würdest du diese Enquetekommission in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen fördern? Ich selber bin grundsätzlich sehr für das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich glaube, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen würden wir sehr viel Bürokratie abbauen, würden wir auch den Menschen viel mehr helfen auf ihrem Weg, sich in diese Gesellschaft auch einzubringen. Aber wir haben sehr viele unterschiedliche Modelle von bedingungslosen Grundeinkommen. Wir haben Modelle der Liberalen und die sind nicht meine Modelle. Und deshalb ist, glaube ich, entscheidend bei dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass am Ende die Finanzierung durchgerechnet werden muss und dass wir am Ende den Menschen mit einem solchen bedingungslosen Grundeinkommen auch ein Leben mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen liefern können. Und das müssen wir überzeugend darstellen, damit wir die Theorien, die wir haben, die Konzepte, die wir haben, damit wir sie auch implementieren können in die Wirklichkeit. Und das wäre toll, wenn diese Enquete es schafft, wenn diese Enquete zeigen kann, ja, es geht. Denn es wäre ein tolles Ziel, für das es lohnt zu kämpfen. Ich würde gerne bei diesem Kampf dabei sein. Vielen herzlichen Dank, Bärbel. Dann nehmt bitte jetzt eure Abstimmgeräte zur Hand. Wir kommen zur Abstimmung. Mit der 1 enthaltet ihr euch, mit der 2 stimmt ihr mit Nein und mit der 3 stimmt ihr für Bärbel Höhn. Die Abstimmung ist eröffnet. Wenn es irgendwo Probleme mit der Abstimmung gibt, bitte das Gerät hochhalten, damit die
Helfer sehen können. Aber es scheint, so weiß. Wo ist das Problem? Also deutlich signalisieren, wenn es irgendwo ein technisches Problem bei der Abstimmung gibt. Thomas, konnte abgestimmt werden? Nicht? Okay, dann schließe ich jetzt die Abstimmung. So, ihr Lieben, es wurden 254 Stimmen abgegeben. Das Quorum beträgt 128. Es gab 9 Enthaltungen, 25 Nein-Stimmen und auf Bärbel entfielen 86,61%, nämlich 220 Stimmen. Herzlichen Glückwunsch, Bärbel, und ich frage dich, nimmst du die Wahl an? Bitte von hier oben, damit es auch alle hören. Freunde und Freunde, vielen Dank für dieses tolle Ergebnis. Ich nehme die Wahl gerne an und mache gerne mit euch Wahlkampf für ein sehr gutes grünes Ergebnis, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Und was ganz Besonderes, liebe Bärbel, jede einzelne Rose ist Fair Trade. Für dich ganz besonders. Fair Trade gehandelt. Oh, toll. Das ist schön. Danke. Wollt ihr nochmal? Sollten wir zwei nicht? So, wir wählen nun Platz 2. Dafür liegt uns bisher die Bewerbung von Volker Böck, Kreisverband Köln, vor. Gibt es weitere Bewerbungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann geben wir jetzt den Bewerbungsschluss für diesen Platz bekannt. Und bitten schon langsam Volker Beck nach oben. Und nochmal der Hinweis, wer eine Frage an Volker stellen möchte, sollte sie jetzt dann hier vorne auch einreichen. Und dann erteile ich hiermit Volker das Wort. Bitte schön. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, auch wenn der Bund der Vertriebenen und die Pius-Bruderschaft meinen Rücktritt fordern und mir das Votum für heute verweigert haben, wage ich es heute, um eure Unterstützung für Platz 2 der Grünen Landesliste zu bitten. Mit euch gemeinsam möchte ich die vollständige Ablösung dieser selbsternannten besten Bundesregierung aller Zeiten erreichen. Eine Regierung, bei der nur Lobbyisten wie Mövenpick gute Karten haben. Eine Regierung, die lieber den Armutsbericht frisiert, als die Armut zu bekämpfen. Eine Regierung, die sich in Karlsruhe eine Ohrfeige nach der anderen abholt. Die müssen wir ablosen. Von Vorratsdatenspeicherung über Parlamentsrechte bei Euro-Entscheidungen bis Wahlrecht. Immer wieder mussten wir Merkels Truppe auf den Boden der Verfassung zurückzwingen. Wir wollen wieder eine Politik, die Grund- und Menschenrechte voll respektiert. Dazu ist Merkels Gurkentruppe weder willens noch in der Lage. Deshalb müssen sie weg. Stadtpolitik für das 21. Jahrhundert zu formulieren, hat Merkels Kanzlerwahlverein sich diese Woche wieder als Partei des Biedermeiers mit Faxanschluss erwiesen. Das WLAN funktionierte nämlich auch nicht. Herdprämie, Nein zur Frauengleichstellung in der Wirtschaft, Ja zur Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das ist doch nicht 2012. Das ist doch auch nicht bürgerlich. Das ist 50er Jahre. Das ist Adenauer Reloaded. Und angesichts dieser Bilanz sind die schwarz-grünen Flirtversuche der Union doch nichts anderes als Politstalking.
Das verbitten wir uns. Mit einer Diskriminierungspartei haben wir auch gar nichts gemein. Liebe Freundinnen und Freunde, innenpolitisch war diese Woche von der Debatte über das NPD-Verbot bestimmt. Unsere Position ist klar. Wenn man Beweise hat, die den hohen Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts genügen, dann soll man den Antrag stellen. Aber das muss man sehr genau prüfen. Denn es ist nur schwer erträglich, dass der Rassismus und Hass der NPD auch noch staatlich kofinanziert wird. Deshalb werden wir uns das genau anschauen. Aber wir schauen eben genau hin, weil so dilettantisch, wie der Verfassungsschutz bisher gegen rechts gearbeitet hat, das kann man nicht einfach blind abnicken, sondern da muss man sich genau jede Einzelheit begucken. Apropos Verfassung. Bei Flüchtlingen ist diesem Innenminister die Verfassung ziemlich egal. Da hat Karlsruhe das Asylbewerberleistungsgesetz für verfassungswidrig erklärt und gesagt, die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht relativierbar. Und was macht der Herr Friedrich? Während die Kanzlerin mit großen Worten das Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma in Berlin einweiht, fordert er gleichzeitig die Leistungen für Roma-Flüchtlinge aus Mazedonien und Serbien zu kürzen. Das ist einfach unanständig. Wir wollen anders als Friedrich mit dem Leitsatz des Gerichts ernst machen. Und das heißt, weg mit dem Asylbewerberleistungsgesetz, Aufhebung der Residenzpflicht, Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Integrationskursen auch für Flüchtlinge. Denn, geschätzter Herr Minister, die Menschenwürde der Flüchtlinge und auch der Illegalen ist unantastbar. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Wir reden ja zuweilen über Eigenständigkeit. In der Innenpolitik müssen wir uns Grüne über die Eigenständigkeit wirklich keine Sorgen machen. Bei der Abstimmung im Bundestag über das Asylbewerberleistungsgesetz hat die SPD auch die Abschaffung abgelehnt. Im Bundesrat sind wir schon einen Schritt weiter. Da haben wir die SPD auf Linie gebracht. Und das zeigt doch, wir bleiben bei Gleichberechtigung und Emanzipation der Reformmotor. Bei Flucht, Migration und Vorratsdatenspeicherung sind wir die Hüterin von Menschen- und Bürgerrechten, sind wir die Anwälte einer weltoffenen Gesellschaft. Also, Herr Steinbrück, eine Fortsetzung der Innenpolitik der Großen Koalition wird es mit uns nicht geben. Auch deshalb brauchen wir starke Grüne bei der Bundestagswahl. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist schon eine Schande, dass Deutschland sich bei der Korruptionsbekämpfung in der schlechten Gesellschaft von Staaten wie Sudan, Syrien und Saudi-Arabien befindet. Wir werden dafür sorgen, dass die UN-Konvention gegen Korruption endlich von Deutschland ratifiziert wird. Schluss mit der schwarz-gelben Klientelpolitik. Mit unserer grünen Transparenzoffensive fordern wir ein Lobbyistenregister, Transparenz bei der Nebentätigkeit von Abgeordneten auf Heller und Pfennig, Karenzzeiten für ausgeschiedene Regierungsmitglieder und mehr Transparenz bei Parteispenden und beim Sponsoring. Denn Transparenz ist das Fundament des Vertrauens in die Demokratie. Liebe Freundinnen und Freunde, gestern wurde Deutschland vom Europäischen Gerichtshof zum dritten Mal verurteilt wegen der Diskriminierung schwuler und lesbischer Paare gegenüber der Ehe. Viermal schon vom Bundesverfassungsgericht. Frau Merkel, ich frage Sie, wie viele Urteile brauchen Sie denn noch? Schluss mit dieser homophoben Politik. Alles andere als Gleichberechtigung ist verfassungswidrige Diskriminierung. Mit Grün gibt es gleiche Rechte und die Öffnung der Ehe.
Lebenspartnerschaft war nur eine Übergangstechnologie. Da werden wir Wort halten. Versprochen. Ich bitte um euer Vertrauen für eine Integrationspolitik, die Muslimen zeigt, dass sie ein Teil dieses Landes sind und wir ihnen gleiche Rechte wie Juden und Christen garantieren. Für eine Drogenpolitik, die auch auf Akzeptanz, Hilfe und legale kontrollierte Abgabe statt auf Repression und Kriminalisierung setzt. Für eine internationale Menschenrechtspolitik, bei der wir IKEA, KIK, C&A und wie sie alle heißen, auch vor deutschen Gerichten zur Verantwortung ziehen können, wenn sie Menschen beispielsweise wie in Bangladesch in Fabriken verbrennen lassen, weil am Brandschutz gespart wurde. Und für eine Neuentwicklung der Sicherheitsarchitektur in unserem Land, die den Laden nach dem Totalversagen bei den NSU-Morden endlich gründlich aufräumt. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns den Menschen in diesem Land wieder eine Perspektive geben. Für handlungsfähige Kommunen und soziale Gerechtigkeit. Für eine Energiewende, die ihren Namen verdient und die auch funktioniert. Für eine weltoffene Gesellschaft, die Kultur des Respekts und Politik der Gleichberechtigung großschreibt. Maximal noch 287 Tage, dann ist Schluss mit Schwarz-Gelb. Jetzt geht's los. Wir wenden es. Ganz herzlichen Dank, Volker. Für dich liegen keine Fragen vor. Von daher können wir dann auch direkt in die Abstimmung gehen. Ihr seht eingeblendet, dass wir auf hier genau mit der 1 könnt ihr also an eurem Voting-Gerät die Enthaltung drücken, mit der 2 den Nein und 3 wählt ihr Volker Beck. Ich eröffne die Abstimmung. Und frage dann in die Runde, ob es irgendwo Probleme gibt bei der Abstimmung. Da vorne, hier vorne in der ersten Reihe vielleicht, wo unsere Techniker sind, um das zu beheben. Vielleicht kommst du uns einmal kurz entgegen. Ah, da. Ist jemand unterwegs? Gibt es sonst noch Probleme mit der Abstimmung? Okay. Okay, das Problem ist behoben. Jetzt frage ich nochmal in die Runde, konnten alle, die ihre Stimme abgeben wollen, dies auch tun? Das scheint der Fall zu sein. Damit schließe ich dann diesen Wahlgang. Okay, wir haben ein Ergebnis. Es gibt 260 abgegebene Stimmen. Damit liegt das Quorum bei 131. Auf Volker Beck entfallen 216, also 83,08%. Herzlichen Glückwunsch, Volker. Auch Volker bitten wir noch mal kurz nach oben. Und die Frage, nimmst du die Wahl an? Komm dir nach oben. Ja, ich nehme die Wahl sehr gern an. Ich bedanke mich für das Vertrauen und ich denke, unser Ehrgeiz sollte sein, denen in Baden-Württemberg da unten zu zeigen, dass wir mehr zulegen werden bei der nächsten Bundestagswahl als Sie. Ja, lieber Volker, wir gratulieren dir ganz herzlich, haben für dich ein ganz besonderes Geschenk, weil Volker ist ja der Urheber eines neuen Wortes in unser aller Wortschatz, ja, nämlich der Candy Storm. Das ist von Volker erfunden
Und ich glaube, Volker war ein bisschen neidisch auf der BDK, als dann Claudia den Candy Storm bekommen hat. Deswegen bekommst du jetzt zwar keinen Candy Storm, aber eine Candy Torte. Ja, auch ein ganz neues Geschenk von uns. Und wir gratulieren dir ganz herzlich und hoffen, du hast ein bisschen Freude damit. Mit Candy ist immer. Und ich habe den Claudia übrigens sehr gegönnt. Und ich denke, das macht Spaß. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr habt ein Spitzenduo gewählt. Und deswegen, liebe Bärbel, komm doch noch mal auf die Bühne mit unserer Spitzenkandidatin, mit unserer Bundesspitzenkandidatin. Denn, ihr Lieben, ihr werdet uns in den Wahlkampf hier in NRW führen. Katrin wird uns hier unterstützen. Und ihr kennt uns hier als Landesverband, haben wir weder Kosten und Mühen gescheut, euch durch den Bundestagswahlkampf zu bringen. Deswegen werden wir euch einen Dienstwagen zur Verfügung stellen. Und nicht nur das, sondern einen Dienstwagen plus Chauffeur. Der kommt jetzt. Vorhang auf. Harald kann nämlich nicht nur LKWs durch ganz NRW fahren, sondern auch sowas. Ein Applaus für unseren frisch gebackenen Wahlkampfkoordinator. So, und der Vorschlag wäre jetzt, dass sich vielleicht Bärbel mal drauf sitzt, ne? Genau. Bärbel macht sozusagen, bringt die Energie rein und wir haben hier das, das was ihr Halle. Genau, ich rede mal ein bisschen weiter, ne, während hier die Fotos gemacht werden. Also das ist unser Wahlkampfmobil, ja, ihr kennt es irgendwie alle. Es drängt uns jetzt schon nach draußen. Ja, wir haben deswegen nicht nur die Windräder, die immer sehr beliebt sind, sondern wir haben zum Beispiel auch hier diese wunderbaren Wahlkalender. Katrin, kannst du mal kurz? Ja, wunderbar. Genau, Monika, zeig mal, das ist sozusagen das Jahr 2013, da steht schon ganz, ganz viel drin. Und ihr bekommt natürlich alle drei so einen tollen Kalender, damit ihr jetzt alle Anfragen aus Kreisverbänden beantworten könnt, eure Termine schon eintragen könnt, ja, natürlich alle in Nordrhein-Westfalen, ist ja klar. Und ihr Delegierten bekommt natürlich auch solche Kalender, weil da schon ganz viel Wichtiges für 2013 drinsteht. Und wir haben so viel Wahlkampf gemacht in diesem Jahr und sind noch so im Wahlkampfmodus. Wir freuen uns sehr drauf und glauben, das wird ein sehr erfolgreiches Jahr 2013. Wir freuen uns drauf. Ich glaube, wenn Bärbel aber jetzt lostritt, ja, dann kann es ein bisschen ungemütlich für Volker und für Katrin werden. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, umdrehen mit dem Gerät. Das mit der Ballons üben wir aber nochmal. Ich hatte davor gewarnt, aber gut, das war jetzt der Praxistest. Vielen Dank, Harald, unser Wahlkampfkoordinator, und vielen Dank euch dreien. Und wir freuen uns auf den Wahlkampf. So, bevor wir jetzt weitermachen, ein technischer Hinweis. Wir haben leichte WLAN-Probleme, um nicht zu sagen größere WLAN-Probleme.